Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, das war's. Das ist das letzte Video im Jahre 2022. Ich möchte das Video dazu nutzen, um natürlich über 2023 und GTA 6 zu reden und mal zu schauen, was alles 2022 so passiert ist. Das Wichtigste aber zuerst, und das seid ihr. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der seit 2 Jahren oder der erst dazugekommen ist, alle meine Videos schaut, mich supportet, wirklich immer kommentiert und halt mich einfach quasi motiviert, diese Videos durchzuziehen. Denn ohne euch würde ich diese Videos natürlich gar nicht erst machen. Wenn es um den besonderen Support geht, haben wir unsere Kanalmitglieder, die wirklich mich auch finanziell jeden Monat supporten, und das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist keine Sache, die einfach an mir vorbeigeht. Wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen. Wir haben da zum Beispiel einen Ghostwaffer, der diesen Rang erreicht hat, den obersten Rang mit dem richtig geilen Emblem, der seit 2 Jahren mich supportet als Kanalmitglied. Ist wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Wir haben da einen Felix, der auch bei jedem Video dabei ist und auch bald diesen Rang erreicht. Wir haben dann Brada. Brada ist eine Legende hier auf diesem Kanal und der supportet mich immer noch. Wir haben da einen Sean, der neu vor einem Monat als Kamedy dazugekommen ist. Dann Rocky Böhm genauso. Let Me Dwight genauso. Wir haben da einen Olsen 81, der seit 10 Monaten mich supportet. Ein Roden, ja, der auch immer, auch in den Streams früher dabei war. Seit 13 Monaten mich supportet. Kylos seit 22 Monaten. Critics seit 7 Monaten. Wir haben Venom Ames, mein Bruder. Der Grüße gehen raus an Venom Ames. Wirklich ein sehr, sehr geiler YouTube-Kollege. Mit dem kann man sich immer unterhalten über so Sachen. Wirklich, wirklich ein guter YouTube-Kumpel. Dann haben wir noch AC, der auch diesen Super-Rang erreicht hat. Seit 26 Monaten. Sven Jenkel seit 26 Monaten mit diesem Super-Rang. Mit dem richtig geilen Emblem, ja. Und NS, der es auch bald erreicht hat. Der NS vor allem, der wirklich jeden Video kommentiert und mich immer supportet. Ihr seid auch die wahren Supporter und auch nicht die, die Mitglied geworden sind, die einfach nur quasi mich abonniert haben und kommentieren und liken, seid auch Supporter. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Es ist einfach quasi nicht selbstverständlich, was ihr macht. Und ich bin kein YouTuber, der das als selbstverständlich sieht und sagt, ey, ich mache immer einen Content, ihr müsst mich supporten. Nein, ihr müsst gar nichts und ihr macht es trotzdem. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die einfach mich auch vom Herzen her berührt. Also nochmal vielen Dank für das Jahr 2022, für euren Support, für eure Mühe, dafür, dass ihr immer dabei seid, mir auf Instagram folgt, mir immer schreibt oder sonst irgendwas. Auch wenn es mir mal schlecht ging, habt ihr immer gesagt, ey, X6, alles gut, ihr wart für mich da. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, das Jahr 2023 seid ihr auch alle am Start, denn ich hoffe, dass 2023 vom Content her besser sein wird und dass wir quasi endlich mal einen GTA 6 Trailer bekommen und wir alle zufrieden sind und das haben, was wir eigentlich haben wollen. Vom Support her bin ich zufrieden, aber YouTube-technisch, von den Zahlen her, bin ich dieses Jahr nicht zufrieden, weil wir dieses Jahr schlechter abgeschnitten haben als letztes Jahr und da will ich auf jeden Fall 2023 nochmal mehr Gas geben, dass wir 2023 eventuell mehr erreichen können. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr nur 1209 Abonnenten gewinnen können und wir haben 577.955 Aufrufe im Jahre 2022 machen können. Dies war im Jahre 2021 noch mehr. Da haben wir 2958 Abonnenten gewinnen können und haben 744.260 Aufrufe generieren können. Keine Ahnung, warum das Jahr 2022 von diesen Zahlen her runtergegangen ist. Eventuell, weil der Hype um GTA 6 auch weniger geworden ist, weil Rockstar Games einfach nichts angekündigt hat. Und die Leute waren 2021 noch mehr überzeugt, irgendwie, dass das Spiel angekündigt wird oder sonst irgendwas als 22. Aber Leute, 23 ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Trailer kommen wird. Auch Tom Henderson geht sehr, sehr davon aus, dass es passiert. Und Tom Henderson ist keine Nummer, die einfach nur so Sachen in die Welt streut. Er geht fest davon aus, denn er hat auch Connections zu Rockstar Games und er hat schon in der Vergangenheit oft Sachen gesagt, die richtig waren. Also Tom Henderson, wenn er was weiß, wenn er von etwas ausgeht, dann hat dies Hand und Fuß. Das können wir auf jeden Fall zu 100% sagen und ich hoffe sehr, dass das rauskommt. Natürlich kann ich auch diesen Hate verstehen, den ich auch immer wieder bekomme, die sagen, ey, du machst Clickbait-Videos, ey, jedes Mal dasselbe mit den GTA 6-Videos. Zum Content kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich mache den Content, den mir quasi die Fans bieten, beziehungsweise den die Spekulationen halt bieten. Ich fasse alles zusammen, was tagtäglich in Bezug auf GTA 6 passiert und wenn zum Beispiel
in dieser Woche über den GTA 6 wieder gesprochen wird und nächste Woche auch, dann ist es halt so, dass wir quasi zwei Videos hintereinander haben, wo es um GTA 6 geht, den Trailer besser gesagt. Und natürlich kann es sein, dass wir 2023 genauso wie 2022 sagen werden, ey, Trailer kommt dieses Jahr und dann kommt es nicht. Und dann ist es 2024 dann genau dasselbe. Aber ich mache das nicht einfach so, weil ich quasi mir denke, ich will euch verarschen oder sonst irgendwas. Nein, das ist einfach der Content, den ich seit Tag 1 hier mache und den ich seit Tag 1 hier durchziehe, seit 2 Jahren. Und den werde ich genauso auch 2023 durchziehen, bis halt der Trailer kommt. Und danach wird es noch besser mit dem Content, weil dann haben wir offizielle Materialien, offizielle Sachen, die wir bereden können. Und dann wird es halt noch besser natürlich. Ich kann jede Kritik verstehen in Bezug auf GTA 6 Videos. Aber Leute, ihr habt die Wahl. Ihr könnt wegklicken. Ihr müsst nicht nach GTA 6 schauen. Ihr müsst nicht diesen Content verfolgen. Wartet einfach, bis Rockstar Games irgendwas Offizielles postet. Dann könnt ihr euch GTA 6 Videos anschauen. Alles, was in Bezug auf GTA 6 jetzt kommt, bis zur offiziellen Ankündigung, dem Trailer, sind nur Spekulationen. Und das müsst ihr wissen. Ihr müsst bei klarem Verstand sein. Und die Leute, die diesen Kanal verfolgen, wollen spekulieren. Die wollen diese Gerüchte sehen. Die wollen eventuell hören, ey, wann könnte es passieren? Wann könnte das passieren? Das ist einfach der Sinn dieses Kanals. Und wenn ihr nicht dieser Typ seid für Spekulationen, dann schaut was anderes. Ich rede einfach vom Herzen momentan und ich habe hoffentlich nichts Großartiges vergessen. Zusammenfassend kann man einfach nur sagen, das Jahr 2021 war von den Zahlen her besser. 2020 trotzdem, euer Support war gut. Euer Support ist die einzige Motivationsquelle, die ich habe, um diese Videos durchzuziehen. Und ich sehe auch, manchmal bekomme ich Nachrichten auf Instagram und manche schreiben, dass meine Videos denen auch psychisch, physisch gut tun. Dass sie abschalten können von deren Depression. Es macht ihnen einfach Spaß, mir zuzuhören, ja. Und das ist auch immer so eine Sache, wo ich denke, ey Leute, da sitzen wirklich echte Menschen und schauen meine Videos und irgendwie können die von ihrem Alltag auch irgendwie entfliehen und schauen meine Videos auch, um irgendwie klarzukommen. Das ist auch nochmal ein anderes Feeling, wo ich denke, ey, es lohnt sich auch deswegen, Videos zu machen, weil du einfach Leute unterhältst, die schauen dich, die fragen auch immer, wenn zum Beispiel 3-4 Tage keine Videos kommen, ey, Six, wo bleiben Videos? Auch wirklich ziemlich geil. Seit 2 Jahren ziehe ich das wirklich durch mit jedem zweiten, dritten Tag ein Video. Das ist auf jeden Fall eine harte Arbeit, Leute. Ich arbeite Vollzeit nebenbei und mache YouTube quasi nach meiner Arbeit. Ich arbeite teilweise bis 17.30 Uhr, 18 Uhr bin ich zu Hause, nehme am Abend Videos auf und quasi habe noch ein Privatleben, den ich quasi noch verfolge, ja. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht so einfach ist, aber allein durch die Motivation, die ich durch euch habe und ein Ziel habe, ich möchte wirklich irgendwann von YouTube leben können. Das kann ich halt nur durch euren Support erreichen, natürlich auch, ja. Ich möchte irgendwann durch YouTube leben können und mir was aufbauen können, ja. Ist einfach mein Ziel schon die ganze Zeit gewesen. Ich habe auch in der Vergangenheit oft versucht, YouTube-Kanäle zu starten. Die sind nie gelaufen. Das ist der erste Kanal, der auch quasi so ein bisschen läuft. In dem Sinne, natürlich in den 2-3 Jahren kann man viel mehr erreichen, aber ich bin trotzdem noch zufrieden mit den Zahlen, die ich gemacht habe. Und ich hoffe einfach, dass das Jahr 2023 noch erfolgreicher wird. Vielleicht knacken wir sogar die 10.000. Das wäre ein Traum, ja. Das wäre wirklich ein Traum. Alles Zukunftsmusik, ich werde weiter durchziehen und ich bin mir sicher, irgendwann wird meine Arbeit belohnt werden, das, was ich hier mache. Und ich will nicht nur derjenige sein, der quasi für GTA 6 Content halt bekannt ist, sondern auch für als seine Person, als Mr. Six, als seine Person, als seine Unterhaltung, dass ihr quasi auch meine Videos schaut, nur weil ihr mich sehen würdet, weil ihr meine Videos hören wollt, meine Stimme hören wollt und nicht nur, weil ihr GTA 6 News verfolgen wollt, ja. Aber natürlich bleibt der Hauptbestandteil GTA 6 Content. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch einbauen könnte, was ich noch verbessern könnte, auch in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich offen für Verbesserungen, ja, was Schnitt oder Qualität angeht. Ich habe mir auch LED-Light-Panels bestellt, das baue ich dann auch ein, damit die Videos auch mal ein bisschen besser aussehen mit den LED-Belichtungen. Bin immer stets bemüht, mich zu verbessern und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das auch zu schätzen wisst und mich weiter supportet. Ich will nicht mehr weiter drum herum reden, ich habe es glaub ich schon genug gesagt, Leute. Wie gesagt, vielen Dank für den Support im Jahre 2022. Ich hoffe, dass nächstes Jahr was passiert. Dieses Jahr haben wir schon einiges zu GTA 6 gesehen und das Jahr 2023 sollte und wird hoffentlich erfolgreicher für uns alle. Ich wünsche euch viel, viel Gesundheit für euch, eure Familie. Ich hoffe, im Jahre 2023 geht euch alles in Erfüllung, was ihr euch wünscht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Jahr hören, ne? Und ich liebe euch einfach. Vielen Dank für euren Support. Ohne euch würde ich das hier nicht durchziehen, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr am Start. Bis dahin, macht's gut. Euer Mr. Six, wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.